Lange war es ruhig gewesen in Nowoasowsk. Nun müssen die Menschen schon den dritten Tag zusehen, wie die Separatisten ihre Stadt sturmreif schießen. Nowoasowsk liegt in der Nähe der russischen Grenze. 300 Kilometer sind es bis zur Krim. Viele fürchten, dass Moskau an einem Landweg dorthin interessiert sein könnte und an den Ölvorkommen im Asowschen Meer. Nur weg von hier wollen dagegen Tatjana und ihr Sohn Anatol über die Grenze nach Russland, denn dort sind sie sicher. Ich war schon geflohen, da kam ich noch mal zurück, weil auch meine Mutter gehen wollte. Aber plötzlich waren überall Geschosse in der Luft. Ja, das hier ist Kampfgebiet, aber Gott hat es gut mit uns gemeint. 800 Kilometer westlich, in Kiew, kämpft Präsident Poroschenko seinen ganz eigenen Kampf. Seinen Parteifreunden muss er erklären, warum das Treffen mit Putin ein Erfolg war, an einem Tag, an dem erneut von Grenzverletzungen durch die russische Armee die Rede ist. Eins habe ich jedenfalls deutlich gemacht, das Assoziierungsabkommen mit der EU werden wir nicht verschieben. Und auch Premier Jazenjuk beschwört die Nähe zum Westen mit einem düsteren Szenario. Er habe Informationen, dass Russland im Winter den Gashahn zudrehen wolle. Davon, sagte er, wäre nicht nur die Ukraine, sondern auch Europa betroffen.